So, da bin ich wieder. Und wir laden mal kurz den letzten Spielstand. Denn ich habe was herausgefunden. So, laden. So, okay. Und zwar hatte die letzte Seite auf dem Buch wirklich eine Bedeutung. Ich blende jetzt mal kurz die letzte Seite ein. Die habe ich nämlich gefunden. So, hier. Und zwar, wie man wirklich sehen kann, auf der linken Seite ist der Mount Grimrock zu sehen und rechts ist die Insel von Nex. Und da ist solcher Text, wie man aus dem Spiel auch kennt, den man einfach per Klick übersetzt. Nur leider bin ich nicht so gut darin, sowas zu übersetzen und wollte mir auch nicht die große Mühe jetzt machen. Ja, Schande über mich. Trotzdem, ich habe eine Übersetzung gefunden, die blende ich jetzt mal ein, genau hier. Da sieht man jetzt, hier sind die Titel genau beschrieben, und zwar der Mount Grimrock links, steht jetzt auch da, und die Insel von rechts, next rechts. Bei Mount Grimrock sind da einfach die Namen der Ebenen angegeben. Und rechts bei Nex ist ein hübscher Text, und zwar: The one who knows you have been lied to, also derjenige, der weiß, dass du angelogen wurdest oder dass ihr angelogen wurdet. Dann wieder so eine hübsche Übersetzungsformel: Famco Uhu A, Palako Arko Uhunel Ana Lam Famna. Also ja, wieder so ein Rätseltext, den wir übersetzen müssen. Und dann steht ganz unten noch Connected but Apart. Das heißt, das ist das ultimative Rätsel. Und das wollen wir jetzt angehen. Also erstmal gehen wir an den Ort mit dem Lügner. Diesen Ort kenne ich noch zu gut. Der hat mir nämlich einen Schock fürs Leben eingehaucht, als ich das erste Mal da war. Das ist nämlich die Wüste. So, in die Wüste kommen wir am besten genau über die Cemetery. Da müssen wir einfach nur raus. Aus dem Graveyard. Genau, sind wieder hier. Müssen da drüben, genau hier drüben, in den Teleporter. Da können wir einfach so hier rüber. So, hier hoch. Du warst der, der über den Silent One geredet hat. Genau. Hier sind wir in der Bowen Desert. Und hier gibt es jetzt auf einmal Waage. Okay, wir müssen hier erstmal aufräumen. Das dürfte ja nicht ganz so das Problem sein. Au. Obwohl ich sagen muss, die machen echt noch gut Schaden. Wow, jetzt werden wir gleich, wenn wir nicht aufpassen, genau, eingekreist. Au. Geh weg. So. Ihr seht doch wieder überall Mumien. Ha, getroffen. Die dürften aber allerdings kein so großes Problem darstellen. Wenn wir uns nicht gerade umzingeln und totschlagen lassen. Müssen wir erstmal kurz ein bisschen hier aufräumen. Yay, das klappte gut.
Es ist ja gut, dass wir noch ein Level-Up hatten durch den Inselmeister. So, du trinkst mal einen Trank. Achso, das haben wir auch alles noch nicht gemacht. Ausgemistet haben wir übrigens auch nicht. So. Ich hatte hier eigentlich noch mal geplant, bevor wir... So, was zu essen. Wer könnte was gebrauchen? Du? Du warst noch ziemlich voll, das wundert mich. Du kannst was gebrauchen. So, eigentlich dürften wir hier gar nicht mehr hungern. Wir sind nämlich jetzt die Inselmeister. Eigentlich dürfte die uns gar nicht mehr angreifen. Die haben wohl das Memo noch nicht gekriegt. Genau, du bist garstig. Deswegen töten wir dich mal auch. So. Nur ein Stück Fleisch. Und du weg. So, gut. Hübscher Quid. So. Da hinten streut noch eine Mumie rum und dann war's das hoffentlich. Gar nicht mal weggequittet. Okay, wir gehen noch mal kurz an den blauen Kristall zum Speichern. Dumm-di-dumm-di-dai. Genau. Einmal kurz speichern. So, LP. Ende. Speichern. Denn das ist das letzte Safe Game für das Grimbock Let's Play. So, derjenige, der uns der gesagt hat, dass wir angelogen wurden. Oh, hier liegt ein Stein. Ist nämlich, wo ist er? Genau, da ist er. Der hier sagt nämlich... Nein, das ist der Falsche. Hier ist auf jeden Fall einer, der gesagt hat, wir wurden angelogen. War der auf der anderen Seite? Oh, es wird hell, das hilft uns schon mal ein bisschen. Du wurdest in die Irre geführt. Nicht alles ist auf vier Seiten begrenzt. 6 ist die mächtigste Figur. Okay. Also, wir haben den Text. Habe ich auch irgendwo... Genau, das Ding hier. Wir haben den Text... Famku Uha Uhu A Palako Arko Uhunel Arda Lam Famna. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken. Gib mir mal kurz die Map. Habe ich das noch hier unten aufgeschrieben? Nein, ich habe es natürlich gelöscht. Dieses Rätsel. Okay, also. Was ich auf jeden Fall weiß, Uhu ist geradeaus. Und A ist nach rechts. So. Lamm ist 1 zurück. Das wissen wir auch. V
Famco war entweder nach links oder nach rechts drehen. Ich weiß gerade gar nicht, haben die das hier unten im Dings haben wir auch nicht mehr wahrscheinlich. In den Archiven, nein. Da müssten wir auch einfach nachgucken gehen. Aber ja, wir haben Uhu, Palako, Arko, Uhunel, Arna, Famna. Ich glaube, ja, das kennen wir schon, den Spruch. Famco, Palako, Arco. Ich weiß, Famco war, glaube ich, nach links oder rechts drehen. Okay, jetzt müssen wir noch mal gucken gehen, was die anderen beiden Rätsel gesagt hatten. Und ja, das machen wir jetzt auf die ganz altmodische Weise. Ich lasse mich da jetzt nicht spoilern, wo ich hin muss. Wir suchen das Zeug einfach zusammen. So, das Windgate nach unten war hier drüben. Da kommen wir ja zum Glück schnell hin. Ja, geradeaus zur Leiter. Genau. Wenn irgendwo Viecher in der Erde sind, ignorieren wir die mal. Windgate ist hier. So, du gib uns mal Licht. Ja, hier lang müssen wir. Das war falsch, sondern hier lang. Genau, hier. Genau, was haben wir denn? Genau, Famco. Und Famna. Ja. Stimmt, in der Übersetzung ist das ein bisschen schlecht geschrieben gewesen. Da haben sie nämlich Famco zusammengeschrieben, anstatt getrennt. Weil Fam. Weil Co ist 3. Co ist 3, das weiß ich noch. Co ist 3. Das können wir hier aufschreiben. Und Na ist 2. So, genau. Fam da. Und Achter ist auch 2. A. Und dann nach da. Nell, 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 was ist Nell? Sagen wir einfach mal, Nell ist 4 wahrscheinlich. So, da bleiben nur noch Pala und Fam. Arva, ja genau, da lang. Also nach Dings. Uhu haben wir auch, ist eins geradeaus. So. Fam und Pala fehlen also noch. Da müssen wir wahrscheinlich kurz in den Trickwood, weil da weiß, kann ich noch einigermaßen sagen, was Fam und Pala dann waren. Also müssen wir hier wieder raus. Am besten in die Cemetery. Von da aus in die Nexus. Von der Nexus aus zum Shipwreck Beach. Wobei ich noch nicht ganz verstanden habe, warum das Ding Shipwreck Beach heißt, wenn da nur unser Schiff liegt. Wobei gerade wahrscheinlich deswegen. Also ja, ganz ehrlich, ich hätte den Text nicht so einfach übersetzen können, wie es der hier jetzt gemacht hat.
Oh, wenn wir schon mal hier sind, habe ich da drüben eigentlich. Ja, da habe ich schon geöffnet gehabt. Gut. Hey und Tote, ihr seid mir sowas von schnurzegal. Hamlet of Stormreach, da will ich nicht. Shipwreck Beach, genau. Oh, hallo Schildkröte. Oh ja, da fällt mir was ein. Ein Achievement, was es noch gibt. Und zwar einen Gegner zu töten, indem man ihn mit seiner Hose bewirft. Ich glaube, das tue ich da auch noch schnell mal machen. Das könnte zwar eine Weile dauern, aber die Schildkröte, so geht's schneller. Ja, das ist lächerlich. So, Schildkröte tot. Einmal ihr Fleisch. Ja, mit der Schildkröte mit der Hose töten. Das ist ein tolles Achievement, was sie sich da ausgedacht haben, aber ist nun mal so. So, genau. Und wir wollen da oben hin. Da ist das Schild. Da müsste eigentlich stehen, ob müssen wir eigentlich rauskriegen, ob Pham da links oder rechts rum war. Ich hoffe, das Gebiet hier ist einigermaßen wieder befriedet. Aber bis auf dich. Spüre meine Axt. Spüre sonst alles andere, was ich auch noch zur Verfügung stehen habe. So. Genau darunter. So, hier. Nee, da war nur Uhuko und Uhu-E. Okay, dann. Bleibt uns keine andere Möglichkeit eigentlich. Wir gehen jetzt wieder zurück. Nein, da lang. Einmal im Kreis laufen, können wir uns sparen. So, hier lang. Wieder durch das hier, wieder in die Cemetery, die war hier. Die Cemetery einfach wieder ruhig verlassen. So. Nein, das war falsch rum. Hier lang. Hier runter, einmal kurz ins Wasser. Hier rüber. Und ab in die Wüste. So, zum Glück ist es immer noch hell. Wenn man sich überlegt, das ganze Gebiet hier war voll mit Untoten, mit so Mumien. Da kriegt man echt einen Schock, wenn man das Ding das erste Mal betritt. So. Jetzt gucken wir mal. Also, wenn wir müssen uns entweder nach links oder rechts drehen. Links oder rechts, und zwar dreimal. Eins, zwei, drei. Da müssten wir eins geradeaus und dann eins nach rechts. Können wir nicht. Also muss das eins, zwei, drei. Also so rum. Rechts rumdrehen. Ach ja, wir müssen. Und A war nach links, gell? A war nach links, genau. Also ist Fam nach rechts drehen. Fam ist nach rechts drehen. Da muss Pala nach links drehen sein. Okay, damit können wir das doch schon mal machen. Also, wir haben uns gedreht in die Richtung, müssen eins vor, eins nach links,
müssen uns dann dreimal nach links drehen. Eins, zwei, drei. Müssen dreimal nach links gehen. Eins, zwei, drei. Viermal geradeaus. Eins, zwei, drei, vier. Zweimal nach links gehen. Eins, zwei. Einmal zurückgehen und uns dann zweimal nach da drehen. So. Und hier müssen wir dann wohl buddeln. Nichts gefunden. Und ja, ich weiß, man muss dreimal buddeln. An dieser Stelle. Hallo? Das ist das Einzige, was ich noch gelesen habe. Man muss an der Stelle dreimal buddeln, um. Ich habe Angst. Hilfe. Das ist der Boss aus dem ersten Teil. Ja, er sieht aus wie der Boss aus dem ersten Teil, aber irgendwie ein bisschen abgenutzter. Also die Zahnräder. Obwohl, er sieht wirklich genau aus wie der Boss aus dem ersten Teil. Wir haben den Unsterblichen ausgegraben, der Undying One. Nur eben ohne die Teile, die ihm fehlen. Also hier müssten wir ein Teil einsetzen. Hier müsste, glaube ich, der Capacitor rein. Hier ein Zahnrad, und zwar so ein Klingenzahnrad, müsste hier in die Mitte reingesetzt werden. Und hier müsste das Erz reinkommen. Scheiße, wir haben den Undying One ausgegraben. Krass. Ein großes Lob an die Entwickler für dieses Relikt-Rätsel. Und ja, das Ganze ist das Relic-Rätsel gewesen. Das habe ich nämlich auch gelesen, als ich nach... Googelt einfach mal Grimrock Book Ending Book und dann bekommt ihr ein Thread über das Relic. Also das Relic. Und das hier ist das Relic. Und dort habe ich dann eben auch die Bilder gefunden über dieses Relic. Also die Bilder über das Buch, meine ich. Da hätte man sich auch Bilder über das Relic selber angucken können, also in so Spoiler, in so einem Forum, in so Spoiler-Threads. Das habe ich aber nicht gemacht. Zum Glück, sonst hätte das jetzt nicht so gewirkt. Meine Güte. Das Ding kann uns eigentlich instant töten, es muss nur machen. Okay. Das war wohl das ganze Rätsel. Cool. Also ein großes Lob an die Entwickler für Legend of Grimrock 2. Das Spiel war noch mehr der Hammer als der erste Teil, was auch hauptsächlich an dem Open World lag und an den Außengebieten. Ah, schön die Sonne. Und selbst diese kleine Wüste hier. Also ich muss ehrlich sagen, da haben sie sich richtig schön viel Mühe gegeben. Auch wenn ich gerne wüsste, wo der Berg sein soll, den man eigentlich immer sieht. Naja, wie auch immer. Richtig schönes Spiel. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich werde es natürlich bei Gelegenheit irgendwann nochmal neu anfangen mit einer anderen Gruppe. Wobei ich wahrscheinlich wieder einen Ritter drin haben werde. Aber vielleicht werde ich statt einem Fighter mal einen Kampfmagier hier reintun. Und statt einem Hook einen normalen Magier. Okay, das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich so viele Magierklassen habe. Aber den Alchemisten, den werde ich auf jeden Fall drin lassen müssen. Jedenfalls, wenn ich auf schwierig spiele. Ah ja, das war das Legend of Grimrock 2 Let's Play. Wir haben die 100% erreicht mit dem Relic. Boah, cool. Das Spiel hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das hat man ja auch gemerkt. Ich habe das Spiel... Naja... Gesuchtet habe ich es nicht. Ich habe ja immer nur am Wochenende aufgenommen, aber ich habe nur dieses Spiel aufgenommen. Jetzt mittlerweile habe ich ja zwei Projekte am Laufen, nämlich Baldur's Gate und Dwarf Fortress. Da kommen pro Tag immer nur jeweils eine Folge, aber von Grimrock 2 habe ich immer zwei rausgehauen, weil ich nur Grimrock gespielt habe. Weil ich das Spiel einfach so geil fand. Und es immer noch geil finde. Also ja, es hat jetzt den Nachteil, ich kenne die meisten
Maus nicht abhauen. Ich kenne die meisten Secrets jetzt. Gerade die schwierigen Secrets wie das hier. Das merkt man sich ziemlich leicht, das hier nochmal zu kriegen. Die einfacheren Secrets, wo man so einfach drüber stolpert, die könnte man vielleicht jetzt leicht übersehen. Aber die schwierigen, also gerade die, die ich jetzt für den 100% waren, noch nachgeholt habe, die werde ich nicht so schnell vergessen wahrscheinlich. Aber gut, sei es drum. Sollte jemals eine Master Quest Mod für Grimrock 2 rauskommen, dann kommt auf jeden Fall ein neues Let's Play von einer Master Quest Mod, Entschuldigung, Masterwork war was anderes, das Wort war Fortress, eine Master Quest Mod rauskommen, dann wird hier auf jeden Fall auch Let's Played. Also könnt ihr euch schon darauf freuen. Das wird dann wieder nochmal ein ganz anderes Feeling werden wahrscheinlich. Auch wenn ich mir da noch nicht so sicher bin, ob ich nur 100% draus mache. Also in diesem Sinne gehe ich nochmal speichern hier am Speicherpunkt der Barren Deserts. Und dann gibt es einen Cut. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen von diesem genialen Projekt. Also genial war das Spiel. Ich hoffe, mein Spielstil und alles hat euch auch soweit gefallen. Schreibt mir Kommentare dazu. Und dann hoffe ich, sehen wir uns noch bei anderen Projekten. Also, ich speichere mal. Okay, überspeichert das Ende. So. Und dann sage ich danke und bis bald.